Hallo, ich bin's, der Mirko. Normalerweise kennt ihr mich ja über Wasser, aber hier steht uns das Wasser auch nicht bis zum Hals. Wir sind im Süden von Thailand gestrandet, apropos Strand. Wie einst John F. Kennedy schon sagte, besteht das Wort Krise im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen. Das eine bedeutet Gefahr und das zweite Gelegenheit. Wir nutzen die Gelegenheit hier, um viel zu lesen, viel zu lernen, aber auch um zur Ruhe zu kommen. Stellt euch vor, sogar ich habe angefangen mit Yoga. Natürlich mache ich meinen Sport so wie immer, das wisst ihr. Aber das Yoga oder die Yoga hilft mir, zur inneren Ruhe zu kommen. Das brauche ich an Bord mit meinen Gästen, aber auch hier im Privatleben, wenn mich Jenny mal wieder auf die Palme bringt. Wie Max Frisch schon sagte, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Produktiv, das bin ich auch geworden. Ich hätte es nicht gedacht. Konnte ich früher eine Rose von der Tulpe nicht unterscheiden. Kann ich jetzt sogar eine Bougainvillee von einer Helikonie unterscheiden. Und das macht so wahnsinnig viel Spaß. Ich habe so viel mich eingelesen und gelernt in diese tropischen Pflanzen. Und beim nächsten Mal auf dem Hochseeschiff freue ich mich. Da kann ich ja viele Anekdoten erzählen. Ich mache mir noch keine Gedanken, dass er mit den Pflanzen spricht. Aber wenn er sagt, die Antworten, dann mache ich mir Sorgen. Dann wird es seltsam. Ja, wir haben der Krise den Beigeschmack der Katastrophe bereits genommen. Wir haben nämlich aus heimischen Früchten hier selber unseren Schnaps kreiert. Und ja, jede Krise lässt sich natürlich besser mit einem kleinen Tröpfchen meistern. Ja, und ja, wenn wir dann zusammen wieder an Bord sind, was höchst hoffentlich bald ist, dann fragt mich einfach, sprecht mich einfach an und vielleicht habe ich noch ein Schnäpschen dabei. Freuen wir uns riesig auf die kommende Saison, wann immer sie auch beginnt. Sie möge hoffentlich bald beginnen. Ich habe mich wirklich extrem vorbereitet, dank Jennys Hilfe auf Russland. Ich sollte ja in Russland fahren, egal wo wir uns wiedersehen. Hauptsache, wir sehen uns wieder. Ihr seid gesund, wir bleiben gesund und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ganz liebe Grüße an alle meine Kollegen, die teilweise sogar noch auf Schiffen unterwegs sind jetzt. Ganz liebe Grüße an meine Kollegen auch in Bonn, die wirklich Großartiges leisten, deren Kopfschmerzen ich nicht haben möchte im Moment. Und ganz liebe Grüße auch an alle von Verrückt nach Fluss, weil wir haben jetzt festgestellt, wie schwer es ist, wirklich ein Video zu drehen. Also macht's gut, bleibt gesund. Bis bald. Na zdorovje. Na zdorovje.